Hey Leute, schaut Ikoma Games und in diesem Video geht es mal nicht um Virtual Reality, sondern um diesen portablen Monitor hier, den ich euch vorstellen möchte. Auf meinem Kanal geht es zwar viel und häufig um VR, aber als kleiner Creator nehme ich mir auch gerne mal die Zeit, euch andere Gadgets vorzustellen, die mir so über den Weg laufen. Ich habe mir nämlich vor einiger Zeit einen tragbaren Monitor gekauft, welches ich für mein Steam Deck und mein Smartphone nutzen wollte, um diese als eine Art Laptop-Ersatz zu benutzen. Bei meinen ersten Käufen war ich aber erstmal überhaupt nicht begeistert. Zwar sind diese häufig erschwinglich, die Qualität konnte mich aber dennoch nicht überzeugen. Da bin ich auf YouPerfect gestoßen, diese bieten etliche Varianten an portablen Monitoren an und ich habe mal einfach angefragt, ob ich eines ihrer Produkte testen darf, welches sich im Preissegment so um 200 Euro befindet und sie haben mir tatsächlich einen Monitor zur Verfügung gestellt, der, Spoiler, perfekt zu meinen Bedürfnissen passt und meine Erwartungen in einigen Punkten sogar übertroffen hat. Abgesehen davon, dass YouPerfect mir den Monitor zur Verfügung gestellt hat, gab es keine weiteren Vereinbarungen mit YouPerfect über den Inhalt dieses Videos. Testen durfte ich den YouPerfect Monitor UXbox E4. Der Name ist dabei etwas irreführend, denn ihr könnt den Monitor natürlich auch für alle anderen Plattformen benutzen. Bei mir kam der Monitor mit meinem Smartphone, meiner PlayStation 5 und meinem Steam Deck zum Einsatz. Den gleichen Monitor gibt es zum Beispiel auch in einer zusätzlichen Touch-Variante, die dann USteam E6 heißt. Lasst euch also von dem Namen nicht beirren. Auf das Touch-Modell komme ich aber später in dem Video nochmal drauf zu sprechen. Mit 18,5 Zoll haben wir einen relativ großen tragbaren Monitor, der aber auch noch gut in einen Rucksack passt. Mit seinem 1080p 120 Hz IPS Panel ist er perfekt für schnelles Gameplay mit eurer Xbox Series oder eurer PlayStation 5, die, falls ihr es noch nicht wusstet, für viele Spiele 120 Hz unterstützt. Aber auch als Companion für euren Laptop oder PC, wenn es euch eher ums Arbeiten geht, kann dieser Monitor gut zum Einsatz kommen. Der Bildeindruck des Monitors hat mich direkt überzeugt. Der Monitor ist HDR-fähig, bietet 100% sRGB Color Gamut und hat sehr kräftige Farben. Besonders der Betrachtungswinkel von 178 Grad hat mich positiv überrascht. Egal von welcher Seite ich den Monitor betrachte, das Bild bleibt hier homogen. Für den Preis habe ich das nicht erwartet. Aber schauen wir uns den Monitor doch mal von außen an. Der Monitor hat einen relativ schmalen Rand und ist meiner Meinung nach fertig verarbeitet. Das ganze Gehäuse besteht aus Aluminium und erstmal fallen gar keine Anschlüsse auf, wenn man das Ding hier zugeklappt hat, denn diese verbergen sich in diesem praktischen Kickstand, den ihr, wie schon erwähnt, komplett stufenlos einstellen könnt, bis zu, ja, komplett offen quasi. Dann kommt ihr auch an die Anschlüsse hier dran. Die Anschlüsse sind folgende. Ihr habt hier zwei USB-C-Anschlüsse an der Seite. Ich blende es aber euch nochmal gesondert ein. Zwei USB-C, die sowohl Strom liefern können, als auch das Bild übertragen können. Und nochmal ein Mini-HDMI-Anschluss. Im Lieferumfang sind auf jeden Fall zwei Kabel dabei, also drei Kabel, zwei USB-C-Kabel, ein Mini-HDMI-Kabel und ein Netzteil. Auf der anderen Seite hier haben wir verborgen so einen Kippschalter, eins der negativen Sachen in diesem Monitor. Ich finde den so ein bisschen fummelig. Ein An-Ausschalter und einen Klinkenanschluss. Auf der Rückseite sehen wir hier schon, ich habe den angeschlossen an so einer Monitorhalterung hier, denn ihr habt hier den VESA-Standard, das finde ich ziemlich cool, also 75 mm VESA-Standard, damit könnt ihr das Ganze auch an einer Monitorhalterung, an einer Wandhalterung oder was auch immer anschließen. Ich habe den Monitor zum Beispiel für ein Szenario genutzt, in dem ich das Ganze auf ein Stativ da hinten montiert habe und mit meinem Steam Deck verbunden, damit das Ganze ein tragbarer Streaming-PC darstellt. Zu diesem werde ich auf jeden Fall ein extra Video machen, abonniert also diesen Kanal, falls ihr euch auch für diese Lösung hier interessiert. Kommen wir dann noch zu ein paar negativen Punkten von diesem Monitor hier. Der Monitor bietet integrierte Lautsprecher, das ist schon mal nicht schlecht, die laut YouPerfect 3D Sound ermöglichen. Das konnte ich jetzt nicht so feststellen, sind auf jeden Fall Stereo-Lautsprecher. Ich fand den Sound in Ordnung. Aber wie von so einem tragbaren Monitor gewohnt, ich bin es zumindest so gewohnt, ist der Sound etwas blechernd. Ich muss aber dazu sagen, dass der Sound nicht unbedingt schlechter ist als von meinen beiden Monitoren hier vorne.
Den Kippschalter, den ich schon erwähnt habe, an der Seite finde ich auch etwas fummelig. Da hätte ich mir normale Knöpfe gewünscht. Der Monitor ist standardmäßig auf 50% Helligkeit eingestellt. Wenn ich diese erhöhen möchte, muss ich da ein bisschen dran rumfummeln. Wenn ihr das an den gleichen Sachen anschließt, dann bleibt die Einstellung auch behalten. Aber sollte sich das aus welchen Gründen auch immer resettet haben, dann müsst ihr wieder an dem Knopf rumfummeln. Apropos Helligkeit. Die Helligkeit liegt etwas unterhalb meiner normalen Monitore hier, was mir allerdings nur im direkten Vergleich aufgefallen ist. Denkt dran, wenn ihr euch den Monitor kaufen solltet, die Helligkeit auf 100% hochzudrehen. Dafür solltet ihr aber, glaube ich, extra Strom anschließen, denn ohne könnt ihr so 150% nutzen. Abgesehen davon würde der Monitor dann einfach nicht funktionieren. Sollte man wissen. Wie versprochen, komme ich am Ende des Videos nochmal auf die Touch-Version zu sprechen. Die konnte ich leider nicht testen. Das USteam E6 hat grundsätzlich die gleichen Features wie das Xbox E4, was ich hier getestet habe. Fügt dem Ganzen allerdings noch einen 10-Punkte-Touch hinzu und ist FreeSync-kompatibel. Damit könnte es besonders für Steam Deck-Nutzer interessant sein, die nicht auf den Touchscreen verzichten möchten, aber auch in Kombination mit zum Beispiel einem Smartphone oder als Eingabemethode hier auf dem Arbeitslaptop oder wie auch immer, sehe ich da ein Szenario, wie man das Ding benutzen könnte. Natürlich gibt es längst auch tragbare 4K-Monitore oder OLED-Monitore. Ich finde aber in der Größe und für das Szenario, das ich mir persönlich vorgestellt habe, reichen 1080p völlig aus. Und mein Steam Deck hier würde eh nicht mehr schaffen. UPerfect bietet aber auch ein großes Arsenal an tragbaren Monitoren an, in verschiedenen Größen von 2K, 4K, OLED, 60, 240 Hertz, in allen möglichen Varianten. Ich glaube bis zu 22 Zoll, was für einen tragbaren Monitor relativ groß ist, meiner Meinung nach. Für 230 Euro bekommt ihr hier einen sehr vielseitigen Monitor für alle möglichen Szenarien, dank des VESA-Standards und dem Kickstand. Das Bild hat mich überzeugt und die Qualität des Gehäuses ist für den Preis meiner Meinung nach sehr gut. Mit dem Code IKUMAGAMES30 bekommt ihr bei UPerfect nochmal 30 Euro Rabatt für Produkte mit einem Wert von über 200 Euro und kommt somit bei diesem Monitor auf 199 Euro, was meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für die Touch-Variante zahlt ihr mit dem Code 250 Euro. Unten findet ihr wie immer Affiliate-Links, mit denen ihr die Monitore kaufen könnt. Denkt an den Rabattcode, den ich euch zur Verfügung stelle. Wenn ihr darüber einkauft, dann würdet ihr meinen Kanal damit unterstützen. Vielen Dank. Ja, das war mein erstes Review zu einem kleinen Monitor hier. Mal was gänzlich anderes hier. Ich finde ihn super praktisch. Wie gesagt, eine Lösung, die ich hier gebaut habe, dieses Stativ hier, ihr seht es kaum, aber dazu mache ich mal ein gesondertes Video. Super praktisch mit diesem Monitor in Kombination, macht es richtig viel Spaß, den zu benutzen. Ich bin ganz begeistert von diesem Monitor hier und kann euch den nur ans Herz legen, wenn ihr sowieso auf der Suche nach einem tragbaren Monitor seid, der so im Bereich 200 Euro liegt, seid ihr bei UPerfect, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ansonsten schaut doch mal bei UPerfect rein, die haben, wie gesagt, ein etliches Repertoire an Monitoren. Da ist sicherlich etwas für euch dabei. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos, nicht nur rund um Virtual Reality, sondern einfach von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao.